Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zum unseren Abenteuer mit dabei. Immer noch Mützen-Olga. Solange er die Mütze auf hat, nenne ich ihn halt Mützen-Olga. Wo wir heute sind, seht ihr alles nach dem Intro. Viel Spaß! So, liebe Zuschauer, wir sind mittlerweile beim dritten Teil der geheimnisvollen Orte angelangt. Wir sind hier auf einem alten Militärgelände. Ja, Wetter spielt immer noch mit. Hab immer noch meinen Wanderstock dabei. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, einfach auf die Playlist gucken. Da stehen die geheimnisvollen Orte drin. Dann seht ihr auch, was in den letzten zwei Folgen alles so passiert ist. Wie zum Beispiel Micha die Wette verloren hat. Ja. Und jetzt geht es aber hier los, um zu gucken, was hier noch so schönes alles versteckt ist. Genau, weil hier noch ziemlich viel ist, was man sehen kann, was man entdecken kann. Ein paar Löcher. Ja. Vielleicht ist hier noch eine kleine Anlage, eine Bunkeranlage. Ich denke mal schon. Huch, da war ein Ast. Jetzt sind wir auf dem Dach eines Hauses. Micha, ich will wissen, was die Treppe zu die Leiter da zu bedeuten hat. Das noch rum. Ja. Da oben. Ach, jetzt wollte ich mal aufstehen. Ach ja, das ist ja. Also den, das da. So, also wir haben jetzt überlegt, wir gehen jetzt zuerst mal die Leiter hier hoch. Ist jetzt nur die Frage. Willst du oder soll ich zuerst? Ich guck mal kurz hier. Du gehst zuerst mal gucken. Da geht's raus. Du musst das mal angucken, das ist ein guter Deckel. Ja. Normaler. Kommst aber dann hier praktisch als Notausstieg raus hier. Ja. So hier in den Bunker rein oder. Die Dinger schatten auch drüben, die Viere. Wo du meinst, das ist ein Goodie. Ja. Aber vielleicht ist auch ein Zugang mal gewesen. Das ist aber grün wird das hier. Musst du mal angucken. Das ist mal ein Goodie-Deckel, wo du hier reinkommst. Das wird drüben auch gewesen sein, eventuell.
Oder das ist nur Deko, aber vielleicht haben sie da mal einen Pumper gehabt und der ist zugekippt. So, ihr seht das jetzt auch mal. Ja, also da ist kein rein, kein rauskommen. Aber kurios ist es schon, weil du hast hier nebenan, hast du einen Hohlraum, weißt du, Micha? Also den Hohlraum meine ich damit, das gute Stück da, ne? Aber wir gehen jetzt mal hier rein und dann gucken wir mal. Was ist das hier? Ah, haben sie. Ja, ja, hier überall. So eine gelben Flecken. Ich war auch mal gaffen. Ah, wir gehen erstmal hier hinten lang. Du wirst ja, du kriegst ja den Hals nicht mehr fett, ne? Ob hier die Waffen vielleicht von den Leuten drin war? Major. Major. Weinrich. Ein paar Namen kann man hier noch lesen. Könnt ihr das sehen? Mach mal deine weg, Micha. Aus? Aus, ja. Könnt ihr das sehen? Voll die abstrakte Kunst hier. Bis auf die Lampe. Cool. Ein bisschen Pipi habe ich jetzt schon, ne? Oder? Sieht das gefährlich oder harmlos aus hier? Ach ne, war nur ein Kabelschacht, okay. Sah ein bisschen komisch gerade hier für mich aus. Schon wieder. Bestimmt die Telekommunikation. Ja, das sieht hier schwer nach Telefonleitung aus. Ja. Ich werde da bekloppt, der geht nach unten. Was ist das für ein Anschluss? Hm? Was geht da drüben? Okay, geht doch nicht nach unten. Vielleicht doch. Gar nichts. Du siehst vielleicht vereinzelt hier ein paar Alu-Leitungen, aber. Das sieht doch alles so zitterig, die Sache gefallen. Ja, die paar Zentimeter. Das ist ganz um die frische Butter abgelöstet. Ja. Und du flex zack und du bist damit. Hier ist wirklich gar nichts mehr, liebe Zuschauer. Ne? Also, oder die alten Leute hier. Oder die Soldaten, die hier stationiert waren. Haben vielleicht den Befehl gekriegt, das hier vom Grund aus nackig zu machen, dass nichts bleiben soll an Kabeleien. Da kann ich euch leider nicht beantworten.
Das ist ein schöner Raum. Hier ist immer noch. Aber Zeitpunkt 1984. Da war ich 2 Jahre. Die Schule war gekommen. Da war ich schon in der Schule. 84? Du bist 79er Baujahr. Ich war fast in der Schule. Ich habe schon die ersten seelischen moralischen Ämter geschrieben. Generalsekretär des ZK der KP, Elzer Dors bei Erich Honecker. Stahl öffnet den 2. Sieg. Nicht nur die Schränke hier sind schon nicht, oder? Genau, die Betten. Sieht gut nach Betten aus, Micha. Siehst du, wie die Dinge aussehen, wenn die da noch alles drin ist? Sieht auch ein bisschen runtergekommener aus, ne? Zumindest haben sie mal Strom verlegt, ein Licht drin gehabt und dann was zählt hatten so. Ja. Das ist ja Zeitungsartikel. Ja, zur Dämmung von. Naja. Gut, dann erstmal raus hier. So, wir sind jetzt auf jeden Fall aus den. Naja, Hangar, mal raus. Und wir sind jetzt mal auf Mischa seine Seite, die linke Seite vorhin. Und hier ist so ein Ausfahrt, Halt, Zufahrt, Notauskasten. Und überall hier so ein bisschen verstreut die XXL Stahlträger. Ja. Aber ich denke mal, hier so eine kleine Schneise lang geht. Geht er da lang, Richtung raus. Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Ich bin hier nicht groß geworden. Und ich hatte halt mit meinem Onkel mal über das Gelände hier gesprochen. Die kennen das auch nur, wo in den 19 Jahren hier das Ferienlager gebaut worden ist. Und danach waren die da mal hier und haben sich das mal angeguckt. Aber hier hinten in dem Waldstück waren die noch nie. Den Teil. Das sieht aus wie ein kleiner Bachlauf früher. Aber du hast hier auf dem Gelände überall so eine Hügel. Und ja. Bisschen lehmisch, mega vorsichtig. Also hier könnt ihr jetzt sehen, ja, nochmal 3 Stück nebeneinander. Was zur Hölle war hier? Ich gehe mal den komischen Trampelpfad hier noch weiter. Auch wenn er ziemlich glitschig und rutschig und weiß der Geier ist. Man glaubt es nicht, ne? Also. Aber Micha meinte schon, das ist nichts Besonderes. Ha, nichts Besonderes, aber. Kleiner Unterstand. So, liebe Zuschauer, ich zoome das mal ran, wenn das klappt.
Ja, bisschen schärfer geht's noch. Ah, gerade so. Ja. Seht ihr den Stahlträger? Nee, Stahlstange da. Also hier haben die. Ich mach mal. Oh, sorry, falsche Richtung. Also hier war auf jeden Fall ein bisschen was. Hier ist ein Loch. Ich glaube, Micha könnte mal mit seiner Taschenlampe da mal ganz kurz reinschalten. Vielleicht kommt gleich ein Fuchs rausgesprungen. Aber glaube ich eher weniger. Reicht dann später. Es geht tiefer. Das geht auf jeden Fall tief nach unten. Und es sieht nicht so danach aus. Ich weiß, ihr könntet jetzt nicht sehen, aber wir können sehen, ja, dass hier irgendwas drunter ist. Ich wollte es doch gar nicht hören. Also irgendwas wurde hier mal gebaut, was definitiv, glaube ich, nicht mehr zugänglich ist. Also hier liegt noch ein bisschen Schrott rum. Ah, hier. So, normalerweise wollten wir eigentlich jetzt Richtung Ausgang wieder gehen. Aber ich hatte noch so ein bisschen was gesehen gehabt, aber das sind bloß die Tarnmuster von dem von der Steinmauer. Die hat mich ein bisschen irritiert. Ja. Ja, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall mal zu dem, was ich jetzt gesehen habe. Und dann gehen wir Richtung Ausgang. Genau. Irgendwie wurde hier noch ein bisschen weiter geplant als wie gedacht, ne? Also ich habe das jetzt, das war jetzt aber keine optische Täuschung hier von mir. Ja. Da wurde irgendwas geplant und nicht zu Ende geführt. Ja. Was sagst du? So komisch hier, oder? Ja. Ich hatte gerade voll Bock auf den Kaffee. Da stehen noch mehr, ne? Hier liegt überall so ein Zeug noch rum. Naja. Gut, wir gehen jetzt zur Richtung Auto, genau.